ich habe jetzt das Ordnungsamt informiert von diesen unverschämten Radfahrern, die uns da fast in den Nacken reingefahren sind. Also das waren ja vier Peoples und eine Mutter. Und das fand ich unmöglich. Die lachte auch noch, ganz frech. Aber vielleicht sollte man wie früher, ne? Früher haben die doch, glaube ich, Reißzwecken geschmissen, damit die alle Platten haben mit ihren Fahrrädern, ne? Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal eine Reißzwecke drin hatte in meinem Fahrrad. Also es ist beschämend, weil es gibt Paragraph 1. Gegenseitige Rücksichtnahme. Und das wird nicht beachtet. Das ist nicht nur in Klüth so auf dem Fahrradweg. Das ist hier genauso auch in Boltenhagen auf dem Fahrradweg. Da ist keine Rücksichtnahme. Wenn Fußgänger laufen, dann wird gebimmelt und dann wird geklingelt und dann wird gebimmelt oder es wird gar nicht geklingelt. Das ist ja noch schlimmer. Wenn es geklingelt wird, geht es ja noch. Aber wenn es nicht geklingelt wird, dann fahren sie dir da bald in den Rücken rein. Du erschreckst dich auf einmal. Das finde ich nicht mehr schön. Und dafür ist die Polizei zuständig. Und nicht das Ordnungsamt, weil die Straßenmeisterei wieder woanders hingehört. Wie auch immer, warum das hier so ist. Schon alles konfus. Also ich bitte euch um gegenseitige Rücksichtnahme. Ich finde das nicht mehr toll. Ihr werdet euch wundern, wenn irgendwann Leute sich in eine Tasche stecken, Reißzwecken. Und dann sind eure Fahrräder hin. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall einen Platten. Und das ist beschämend und traurig.